Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit weiteren Infos aus dem Databook Vivrecard, aus den East Blue und Supernova Paketen. Die Infos wurden bereitgestellt vom PirateBot und dem Oro Jackson Forum. Da es sich hierbei um keine offiziellen Übersetzungen handelt, ist jede Information mit einer gewissen Prise Salz zu nehmen. Ich habe auch nicht alle Informationen aus den Charakterkarten mit ins Video eingebunden, das heißt, ihr werdet von mir kein Lieblingsessen erfahren oder die Blutgruppe der Charaktere. Ich habe mir einfach die wichtigsten Infos rausgesucht und diese werde ich euch jetzt vorstellen. Los geht's! Jin ist 27 Jahre und sein Kopfgeld betrug 12 Millionen Berry. Das heißt, mittlerweile wird er wohl ein deutlich höheres Kopfgeld haben. Shaky ist 64 Jahre alt, das bedeutet zu Zeiten der Rocks-Bande, als diese sich aufgelöst bzw. besiegt wurde, war sie noch Mitte 20, knackig knackig, obwohl sie mit 64 ja immer noch ziemlich gut aussieht, also zumindest der Körper, das Gesicht fand ich ja schon immer etwas komisch, aber gut, das ist ein bisschen off-topic und gehört hier jetzt nicht rein. Mihawk kämpfte nach Rogers Tod mit Shanks und trat nach diesen Auseinandersetzungen den Shichibukai bei. Während Shanks und Mihawk kämpften, war dieser noch ein aktiver Pirat. Roger bekam seine Krankheit vor 28 Jahren. Der Kampf gegen Shiki war vor 27 Jahren. Zorros Heimatstadt ist Shimotsugi. Da hier das Wort Heimatstadt benutzt wird, kann sein Geburtsort dennoch woanders liegen, zum Beispiel Wano Kuni. Selbiges sehen wir auch bei Nami, welche als Heimatstadt Kokoyashi angegeben hat. Aber wir wissen ja, dass sie dort nicht geboren ist, denn Belmer hat sie auf einer anderen Insel gefunden. Mihawk kann sowohl Observationshaki als auch Rüstungshaki benutzen. So wie es aber aussieht, besitzt er kein Conqueror-Haki, denn dieses wird nicht erwähnt. Mihawk ist 43 Jahre alt, was ihn 19 bei Rogers Exekution macht. Mihawk hatte sich schon einen Namen gemacht, bevor das große Piratenzeitalter begann. Er trainierte jahrelang, doch als er keine starken Gegner mehr fand, wurde er ein Samurai der Meere. Hier stellt sich mir die Frage, trat er als Pirat zurück, trainierte eine Zeit lang und schloss sich dann erst den Shichibukai an? Das würde erklären, warum wir bei ihm bisher nie eine Bande gesehen haben, wie bei den meisten anderen Shichibukai, ähnlich wie bei Kuma, da dieser zu Zeiten seines Eintritts schon ein Revolutionär war und kein wirklicher Pirat. Mihawk freut sich auf den Tag, an dem ein Schwertkämpfer kommt, der sogar seinen Rivalen Shanks übertrifft. Könnte man wieder so deuten, dass Shanks und Mihawk schwertkampftechnisch auf ähnlichem Level waren und Zorro, zumindest was den reinen Schwertkampf angeht, Shanks übertreffen wird. Mihawks Spitzname zu seiner Piratenzeit war der Hellseher. Lässt wohl ähnlich wie bei Katakuri auf ausgeprägtes Observationshaki schließen, was man ja eh schon lange vermutet hatte. Nur die Frage ist, wie weit kann Mihawk in die Zukunft sehen? Dunkler König Rayleigh. Jene, welche versucht haben, sich ihm entgegenzustellen, bekam einen Freifahrtschein direkt in die Hölle. Er ist extrem gut darin, Situationen zu analysieren. Das lässt jetzt wohl hoffentlich endlich mal alle Theorien verstummen, wo es heißt, ja, er hat vielleicht eine dunkle Aura oder dunkles Conqueror's Haki oder solche Sachen. Nein. Dunkler König bezieht sich einfach darauf, dass er eben sehr kühl in Kämpfen war, sehr zurückhaltend, Situationen analysiert hat und im Grunde bei jedem Problem eine Lösung gefunden hat und richtig fürchterlich als Gegner war. Auch bei Law wird kein Conqueror's Haki angezeigt. Bei Bonnie kommt ein bisschen was ans Licht und zwar ist sie scheinbar sehr gut darin in Infiltration und Informationsbeschaffung. Die Frage ist hier. Wo hat sie das her? Hört sich fast so an, als hätte sie in irgendeiner Sondereinheit gedient. Vielleicht war sie mal Teil der Cypherpol. Vielleicht auch deshalb ihre Verbindung zu Kuma. Vielleicht setzen sie Bonnie ein, um bestimmte Leute, vor allem vielleicht Shichibukais, auszuspionieren, bevor diese eine Einladung zu den Shichibukai erhielten. Das könnte also bedeuten, sie hat vielleicht Kuma ausspioniert? Hat dadurch herausgefunden, dass dieser ein Revolutionär ist. Doch bevor sie der Marine bzw. der Weltregierung Bericht erstatten konnte, hatte Kuma oder vielleicht ein anderer Revolutionär sie entdeckt. Und dann haben sie Bonnie
in die ganze Wahrheit der Weltregierung eingeweiht. Und das veränderte ihre Sicht komplett. Und so floh sie letzten Endes. Also so hat sie es geschafft zu fliehen. Und die Weltregierung konnte sie nicht gleich wieder einnehmen, da diese eben dann vielleicht kurzzeitig bei Kuma oder eben bei den Revolutionären war. Wurde dann aber doch aus welchen Gründen auch immer ein Pirat. Das ist immer noch dann die Frage. Vielleicht wollte sie kein Revo sein oder vielleicht war sie einfach nur bei Kuma auf seiner Heimatinsel und er hat ihr eben alles erklärt und sie ging aus Wut dadurch in das Piratenleben über, um eben die Weltregierung zu stürzen oder vielleicht um selbst die Pornoglyphe zu finden. Wir wissen es noch nicht. Würde aber zumindest auch erklären, warum sie so tragisch reagierte, als sie den halb kaputten Cyborg-Kuma sah. Sind wir mal gespannt. Ihr letzter Satz ist auch sehr interessant, denn da steht, wird ihre wahre Form die Erde erzittern lassen. Da kommen jetzt wieder wilde Spekulationen auf, aber das lassen wir mal an diesem Punkt. Hawkins Frucht wird auch genauer erklärt. Und zwar nimmt er das Leben von anderen und packt sie in seine Strohfiguren und behält diese in seinem Körper. Er kann maximal 10 Stück in seinem Körper haben, also kann er 10-mal dem Tod entkommen. Er bekommt Fähigkeiten anhand der Karten, die er zieht. Dies ist ziemlich riskant, aber damit kann er auch seine Limits übertreffen. Wichtig hierbei, seine Kartenziehfähigkeiten haben nichts mit seiner Teufelsfrucht zu tun. Zumindest gehe ich stark davon aus. Urush ist 47 Jahre alt. Heißt, er war schon Ende 30, als Enel Birka zerstört hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er zum damaligen Zeitpunkt selbst noch auf Birka war und deswegen ins Blaumeer runter ist, um Enel zu suchen und sich an diesem zu rächen. Was interessant ist, sowohl bei Apu als auch bei X-Drake steht jeweils Joined under the protection of Kaido. Also schlossen sich seinem Schutz an. Nur bei Hawkins steht came to serve under Kaido, also so a la, ja, kam halt zufällig dazu, dass er sich Kaido anschloss. Kann ich mir bei Hawkins ziemlich gut vorstellen, Riesen Kaido ist da, bam, 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 bam. Was machen wir jetzt? Ich vertraue auf das Herz der Karten. Zieht eine Karte, verdammt, ich muss mich Kaido anschließen. Tut mir leid, Jungs. Shanks duellierte sich ernsthaft mit Mihawk und stand auf derselben Stufe wie Whitebeard. Dieser Satz ist wieder sehr seltsam zu deuten. Und zwar meinen die mit selber Stufe, einfach weil sie halt beide Yonkos waren, dass es rein um den Titel geht? Oder ist dies auch auf Stärke bezogen? Sollte dies auf Stärke bezogen sein, stellt sich aber hierbei wiederum die Frage, ist Shanks gleich stark wie Whitebeard zu seiner Hochzeit? Oder ist Shanks gleich stark wie Whitebeard mittlerweile war, muss man ja so langsam sagen, wo er halt schon älter war, kränklich war und nicht mehr ganz auf seiner Höhe. Warten wir es ab. Zu Shanks Schwert kam auch ein schöner Satz raus und zwar, Shanks Schwert hat die Stärke, eine Magma-Faust zu stoppen, mit der Eleganz eines Greifen. Im Manga-Panel, wo Shanks Akaino stoppte, hatte Shanks Schwert nicht diese schwarze Schattierung bzw. Farbe, die normalerweise Rüstungshaki-Schwerter besitzen. Mit diesem Satz und dieser Überlegung kann man jetzt vielleicht sagen, möglicherweise hat Shanks Schwert eine besondere Fähigkeit und kann Teufelsfrüchte stoppen. Vielleicht ist sein Schwert aus Seestein gemacht oder sowas. Aber das ist bisher auch nur wilde Spekulation. X-Drake ging mit dem Ziel, sich Kaido anzuschließen in sein Territorium. Also er wollte nie gegen Kaido kämpfen, sondern sich von Anfang an ihm anschließen. Dabei stellt sich die Frage, wollte er dies, um Kaido von innen heraus zu besiegen? Oder haben die beiden dasselbe Ziel? Möchte auch X-Drake diesen Holy War, diesen Riesenkrieg gegen die Weltregierung mit anzetteln, den Kaido ja vorausgesagt hat? Sind wir gespannt. Das waren die neuesten Infos aus dem Databook WeaveryCard. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, einmal Daumen nach oben, einmal die Glocke aktivieren, einmal den Abo-Button drücken, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann lasst es lieber. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zum nächsten Video viel Spaß und haut rein.
Ciao. Meine Stimme versagt. Shut your mouth!